Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir sind in den Seeschauminseln und ja, ich habe das letzte Mal irgendwie nicht mehr so ganz präsent gehabt. Aber ja, stimmt. Dass hier ein legendärer Vogel auf uns wartet, und zwar Arctos. Und Arctos ist auch von den drei legendären Vögeln eigentlich so mein liebster Vogel, würde ich sagen. Hört sich ein bisschen schräg an, aber ja, so ist es. Und stimmt. Arctos ist hier inmitten der Seeschauminseln. Und ja, das ist ziemlich cool. Und deswegen, ich hoffe, wir erleben hier nicht Suicune 2.0, dass ich sehr viele Bälle werfen muss. Natürlich werde ich Ampharos an erster Stelle platzieren für die Paralyse. Danach überlege ich mal, ob ich vielleicht mit Morlord ein bisschen angreife. Ich weiß noch nicht, auf welcher Stufe sich Arctos befinden wird. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wow, ein wildes Arctos erscheint. Das sieht ja richtig schön aus. Hat auch die Fähigkeit Erzwinger, alles klar. Arctos ist auf Level 50. Das ist ja vielleicht gar nicht schlecht. So, ich hab's mal paralysiert. Und bin jetzt einfach mal so frei. Und werfe mal direkt einen Flottball. Ja gut, das wäre auch zu einfach gewesen. Antikkraft. Oh! Das könnte für Ampharos blöd werden. Ich versuch's mal mit Ampelleuchte. Das sollte nicht allzu viel abziehen. Tatsächlich nicht. Stopp. Ich habe ein bisschen Angst hier vor Donnerschlag, aber ich versuch's mal. Ich muss den irgendwie in den roten Bereich kriegen. Stopp, stopp, stopp. Ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Ja, der versucht mich hier mit seiner Antikkraft einfach kaputt zu schlagen. Ich versuch's nochmal mit einem Flottball. Ja, nicht schlecht. Ist paralysiert. Ich versuch's nochmal mit Ampelleuchte und hoffe, dass es kein Volltreffer wird, weil dann habe ich echt ein Problem. Oh Gott! Boah, mein Herz ist gerade eben fast stehen geblieben. Okay, noch weiter darf ich nicht angreifen. Im Gegensatz zu Suicune habe ich hier ein bisschen schlechte Karten gegen Eisstrahl von Arctos. Hol mal den Hyperball direkt raus. Ich hoffe, dass der jetzt schnell wirkt, weil. Ah, das wird hier hartnäckig. Eisstrahl ist überhaupt nicht gut. Stopp, 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 stopp. Puh. Gut, wenigstens habe ich hier ein bisschen was von Überreste. Ich werde Arctos nicht überleben. Das ist ein bisschen was anderes als bei Suicune das letzte Mal. Na super. Gut, Arctos ist paralysiert. Soll mir recht sein. Ja, Antikraft ist ja noch besser. Na super.
Natürlich möchte ich das nächste Pokémon einsetzen. Da habe ich natürlich mit Antikraft keine guten Karten. Ah, mit Agilität kann ich leben. Nehmen wir mal einen Superball. Wenn er jetzt einen hohen Initiative-Wert hat, hatten wir da nicht den Turboball? Mach deine Arbeit. Schade. Okay, Arktos ist wieder paralysiert. Also wirklich mehr kann ich nicht mehr machen. Okay, es zeigt mir gerade sein vollstes Potenzial. Und es hat überhaupt gar keinen Bock, gefangen zu werden. Naja. Das kannst du gerne so oft du möchtest einsetzen. Ich glaube, Antikraft, das hat ja nur AP5. Ich glaube, das hat er jetzt komplett verpulvert. Ich weiß auch nicht, wie es mit Eisstrahl aussieht. Ah, hätte ich das mal nicht gesagt. Stopp, stopp, stopp. Okay, das ist zwar sehr effektiv gegen Ibitak, aber das sollte helfen. Ziemlich aggressiv. Stopp. Na toll. Natürlich möchte ich das nächste Pokémon rufen. Ich muss ein Pokémon wiederbeleben, sonst habe ich keine Chance mehr. Ich glaube, Ampharos ist da ganz gut dabei. Ja, das war mir schon klar. Meganie wird halt einfach voll fies sein. Okay, das war meine Gelegenheit jetzt. Ich habe hier ein ganz anderes Problem, wie ihr seht. Ich muss hier meine Teammitglieder wieder aufpäppeln, weil ich es sonst nicht hinkriege. So, was machen wir denn jetzt hier? Ja, setz ruhig so viel Agilität ein, wie du willst. Das Spiel gibt mir hier zumindest eine reelle Chance gerade.
Okay. Arktas hat immer so seine Verteidigungs- und seine aggressiven Phasen. Ja, es war nichts. Okay, die Initiative kann nicht weiter erhöht werden. Wir versuchen es nochmal mit dem Turboball. Ah, leider nicht. Ja, Eisstrahl ist pures Gift für Megani. Ich hab's aber überlebt, sehr gut. Okay. Ja, nehmen wir mal Kleinstein. Jetzt heißt es Geduld haben. Ja. Hey, die Superbälle wackeln gar nicht mehr. Ich glaube, mit Superbällen kann ich es echt vergessen. Ja, okay. Ja, ist halt so. Das war ja klar. Belebt noch mal eins der Pokémon wieder. Tatsächlich Megani. Und Arktas ist paralysiert. Ist ja gar nicht schlecht. 53 nicht ausreichen.
Dann nochmal 50, 80. Eine Limo für Megani. Manchmal fragt man sich wirklich, was man noch so tun kann. Ich glaube, da gibt es leider nichts. Verdammt! Ja, ich gebe nicht auf. Tut mir ja sehr leid, Arctos, aber ich gebe nicht auf. Setzt ruhig Reflektor ein, das ist mir herzlich egal. Wie war das eigentlich nochmal bei Netzball? Wasser- und Käfer-Pokémon. Ich dachte jetzt vielleicht Vogel-Pokémon. Nee. Dann geht's weiter. Okay. Stopp. Ah, verdammt! Schon okay. Klar. Ich glaube, am angebrachtesten ist es zwar jetzt erstmal, Ampharos wieder zu beleben, weil Ampharos hat sehr gut standgehalten. Das ist gut.
Ja, setz ruhig weiter Reflektor ein. Es ist ein bisschen ermüdend, muss ich sagen. Aber ich glaube, es funktioniert halt einfach nicht anders, als einfach dran zu bleiben. Boah, nach 20 Minuten, echt. Arctos hat einen Pokédex-Eintrag gekriegt. Arctos vom Typ Eis, Flug, 1,7 Meter groß, 55,4 Kilogramm schwer. Ein legendäres Vogel-Pokémon. Es gefriert das Wasser in der Atmosphäre, um im Schnee zu fliegen. Nee. Seitdem das Spiel in letzter Zeit häufiger stecken geblieben ist, bin ich ein Freund von Direktspeichern. Vor allem nach solchen Kämpfen. Alles klar. So, haben wir das auch schon wieder geschafft. Aber das war wirklich zum Verrückten werden. Aber anscheinend muss man einfach 50 Pokébälle mitnehmen und nonstop werfen. Ich will gar kein Gyarados mehr. Sondern ich hoffe gerade auf den Seemon. Und ich muss auch noch eins von diesen Eisrätseln hier lösen. Da muss ich nochmal zurück. Ein Seepa. Ich denke mal, ein Seepa tut's auch. Tja, im Gegensatz zu Arctos eben ist das halt hier jetzt richtig Kindergarten mit dem Fang von Pokémon. So, Seepa könnte ich dann weiterentwickeln zu Seemon. Ich brauche aber theoretisch noch eins, wegen Seedraking. Und ein Gyarados beehrt mich. Mein noch ein Seepa würde mir auch reichen. Dann habe ich halt zwei Seemon, die ich daraus machen kann. Ja, noch ein Seepa, okay. Das passt schon. Jetzt mal paralysieren. Na komm, dann machen wir es doch direkt wieder so. Gut. Zwei Seepaar, damit kann ich was anfangen. Die sind relativ hoch im Level.
Ich glaube, da wird relativ schnell ein Seemon draus. Und ja, ich könnte mich zwar mit Fluchtseil hier einfach rauskämpfen, aber ich muss noch eins von diesen Eisrätseln machen. Dafür muss ich dann einmal den ganzen Weg zurück. Ich glaube, ich benutze gleich einen Schutz. Ein Yugong. Okay, wirklich selten kommt das hier nicht vor. Das kommt ziemlich häufig vor. Dann machen wir das so. Ach Quatsch. Ich wollte auf meinen Beutel gehen und benutzen dann einmal den Schutz. Ja, jetzt, wo wir einen der legendären Vögel haben, denke ich, ist das zweite nicht so weit weg. Das wusste ich nämlich noch. Ich glaube, ich habe das sogar damals mal irgendwann erwähnt. Welches Pokémon in der Nähe des Kraftwerks sein Unwesen treibt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vielleicht könnt ihr euch das aber jetzt anhand meines Satzes auch schon irgendwie denken. Guck mal, gerade da oben ist noch ein Item. Wie komme ich denn da hin? Hier einmal rumfahren oder? Nee, kann ich nicht. So, wenigstens habe ich hier einmal das Rätsel. Das ist jetzt auch schon wieder so ein Rätsel für mich. Irgendwie muss ich das ja direkt schaffen können. So und so. Was ist, wenn ich da... Den kann ich nicht bewegen. Ach, so kann ich natürlich auch. Ah, okay. Ich finde es ein bisschen schwer, hier auf der zweidimensionalen Ebene manchmal richtig sehen zu können, wo ich überall hin kann. Denn theoretisch kann ich das ja auch so machen. Und den hier dagegen. Aber dann komme ich jetzt hier auch nicht mehr weiter. Toll. Aber, wartet mal, vielleicht ist das ja so gedacht. Der weg. Ja, es macht eigentlich auch nicht viel Sinn. Das war doof. Ja, doch, natürlich. So. Dann geht das so und so und so und so und so und... Nee, das war doof. Ja, das würde so gehen. Ich brauche ja irgendwo einen Stein, der mich da geradeaus fahren lässt. Ich hoffe, das ist ein gutes Item.
Vielleicht aber auch so. Und so. Ja, okay. Eine Riesenperle, okay. Alles klar. Konnte ich hier vielleicht noch irgendwo Surfer einsetzen oder... Ah, sieht nicht so aus. Da ist aber noch irgendwo ein Item. Bin ich hier vielleicht nicht hochgegangen? Doch, bin ich. Dann muss ich einfach da hinten noch die Leiter runter. Es kann sein, dass ich nicht da lang gegangen bin. Kann das sein? Ja, hier ist nämlich auch so ein komisches Rätsel. Kann das sein, dass ich den hier weiter nach vorne schieben muss? Das hat irgendwie was damit zu tun. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier einfach einen kleinen Cut. Ich sehe auch gerade, mein Akku weint so ein bisschen. Und ja, dann machen wir hier einfach einen kleinen Cut. Es war ein langer Part mit nicht viel Content, weil ich halt Arktos noch gejagt habe. Aber ich bin sehr froh, dass das so gut funktioniert hat. Und ja. Bleibt einfach auf der Hut. Es bleibt spannend. Es wird mit Sicherheit das nächste legendäre Pokémon schon an die Tür klopfen. Denn wir haben nicht mehr so viel zu tun in diesem Spiel. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.